Servus Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben den 19.03.2021 und sind leider immer noch in der Corona-Krise. Und mich hat es leider auch erwischt. Ich habe zwar zum Glück kein Corona, allerdings bin ich jetzt hier für 2 Wochen eingesperrt. Als Kontaktperson 1 musste ich leider in Quarantäne gehen. Und ja, mir fehlen leider meine Kumpels sehr, mit denen ich abends mal ein Bier trinken kann. Deswegen habe ich gedacht, ob meine schöne Simson dafür nicht mehr herhalten könnte. Und aus dem Grund möchte ich heute mal testen, ob meine Simson auch mit Alkohol fährt. Oder in dem Fall Absolut Wodka. Und ich habe da hinten noch ein paar andere Getränke. Let's go! Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, dass ich wegen der Quarantäne ja eben leider nicht rausgehen darf. Das heißt, ich muss das Ganze hier drinnen machen. Und damit ich hier nicht an einer Lungenembolie sterbe, habe ich mir zum Glück vorher noch solche Rohre gekauft. Also die sind eigentlich zur Kabelverlegung. Und damit werde ich jetzt ein Abzugssystem bauen, damit dann die Abgase aus dem Auspuff hier einfach aus dem Fenster rausgeleitet werden. Ich habe jetzt in der Bierdose auf beiden Seiten jeweils ein Loch gemacht. Also hier soll der Auspuff dran und hier soll eben das kurze Endstück drauf. Und hier werde ich jetzt nochmal mit Heißkleberpistole das alles nochmal zumachen. Okay, das Ganze schaut jetzt so aus. Ich hoffe mal, das reicht und ich sterbe drin wirklich nicht oder habe einen Lungenschaden danach. So, ich habe das Ganze jetzt mal aufgebaut. Und zwar so habe ich mir das vorgestellt, dass eben die Abgase hier aus dem Auspuff in die Faxedose gehen, sich hoffentlich vom Motor bis da hinten ein bisschen abkühlen und dann hier über die Röhre raus an die frische Luft. So, jetzt muss ich nochmal testen, ob das Zeug überhaupt brennt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich habe gerade erst entdeckt, dass das nur 40% Alkohol enthält. Ich hoffe mal, das reicht. Okay, es scheint mir so, das würden 40% wohl nicht reichen. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Naja, Prost, ey. Okay, keine Panik auf der Titanic, also ich habe gerade nochmal gegoogelt und im Internet stand, dass Alkohol ab 50% bei Raumtemperatur brennen müsste. Das heißt, ich habe hier 54%, hier 58%. Beim Wodka leider nur 40%. Ich würde jetzt mit dem Gesöff hier anfangen, weil da ist die Chance am größten, dass die Simson das auch schluckt. Bevor ich das Ganze aber in meinem Mofa kipp, mische ich natürlich den Sprit noch mit Zweitaktöl. Ich habe jetzt keinen Bock auf einen Kolbenfresser oder sowas. Bis jetzt tut sich nichts. Also der Motor ist natürlich auch noch kalt, weil ich mal probieren wollte, ob es überhaupt, also ob es vielleicht einfach warm geht. Aber vielleicht sollte ich den Motor erst mal warm laufen lassen und dann das Ganze testen. Also ich habe jetzt gerade noch mal die Vergaserwanne rausgebaut und ausgeleert. Und jetzt habe ich den Sprit, ganz normalen Spritschlauch wieder angeschlossen und ich werde jetzt erstmal den Motor warm laufen lassen. Und dann schaue ich mal, ob das funktioniert. Oder ob das alles für die Katze war. Also, funktioniert gar nicht so schlecht hier. Ich hoffe, man hört mich. Aber da geht eigentlich nichts raus. Und es geht wirklich schön durch die Röhre. Das Problem ist,
Ich glaube, der Sprit läuft hier gar nicht ganz durch, weil hier oben keine Lüftungsloch ist. Aber ich will hier auch ein Loch reinstechen. Also glaube ich, werde ich einfach den Schlauch hier mal abdrehen, dass das, was gerade schon im Schlauch ist, sozusagen in den Vergaser läuft. Kurz Zwischenergebnis. Also ich habe jetzt schon mal rausgefunden, dass der Wodka überhaupt nicht brennt. Das Zeug hier brennt eigentlich ja schon, aber es reicht ganz offensichtlich nicht aus, um die Simson zum Laufen zu bringen. Und ich würde das Ganze jetzt eigentlich ganz gerne nochmal mit Brennspiritus ausprobieren, also sozusagen 100%igem Alkohol oder 99%igem Alkohol. Habe aber leider keinen mehr da. Was ich aber noch gefunden habe, ist Grillanzünder. Und mit dem Zeug probiere ich es auch einfach nochmal. Funktioniert. Ich habe das Gefühl, man muss den Choke aber angezogen lassen und Gas geben, dass die Simson anbleibt. Wahrscheinlich, weil der Brennwert nicht so hoch ist wie bei normalem Benzin. Und hier hinten kommt auch viel, viel mehr Rauch raus. Und der Rauch ist aber so weiß und der riecht viel, viel angenehmer als der Rauch, wenn man ganz normales Benzin fährt. Und jetzt raucht es aber irgendwie aus der Box raus. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Na gut, aber es ist gelaufen. Ich würde jetzt gerne eine Testfahrt machen. Aber ja, das verbietet mir leider der Start. Was soll ich sagen? Das soll es mit dem Video dann aber auch gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus!